Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie man heutzutage relativ leicht einen Nazi erkennen kann. Zunächst zum Begriff. Was bedeutet ein Nazi heutzutage? Geschichtliche Vergleiche hinken immer. Ein Nazi von damals ist natürlich nicht deckungsgleich mit einem Nazi von heute. Mir geht es um die folgende Grundeigenschaft. Der Nazi will entmenschlichen. Er will eine Menschengruppe entmenschlichen, was im Umkehrschluss bedeutet, wenn jemand erstmal entmenschlicht ist, dann kann man ihn auch umbringen, ausrauben. Das ist die Absicht, die dahinter steht, hinter der Entmenschlichung. Außerdem kommt eine Lust an der Lüge hinzu, die Lust zu täuschen. Die Lust, über das, was man wirklich denkt, darüber systematisch hinweg zu täuschen. Wie bei einer Sportart. Und da ist ein Genuss dabei. Dieser Punkt wird bei der Aufarbeitung der Nazi-Zeit systematisch ausgelassen. Es wird naiv angenommen, die Nazis hätten geglaubt, die Juden seien Untermenschen. Das ist eine wirklich dümmliche Annahme. Das ist Geschichtsverklärung. So dumm ist kein Mensch, dass man glaubt, dass alle Juden irgendwie so und so sind. Das sind vielleicht ein paar ganz dumme Propagandaopfer. Aber die Mehrheit der Menschen wird natürlich hinterfragen und sich überlegen, ist das wirklich so? Man wird da nie wirklich von überzeugt sein können, dass alle Juden so und so sind. Das ist völliger Blödsinn. So dumm ist kein Mensch und so dumm waren die Nazis auch nicht. Sie haben vorgegeben, dass sie das glauben. Das war der Entschuldigungsgrund. Der Entschuldigungsgrund für die Entmenschlichung, für den Mord. Und alle, die da so überzeugt mitgemacht haben, haben das gewusst, dass es vorgeschoben ist, dass es ein Entmenschlichungsgrund ist. Jetzt zu den Nazis von heute. Im Grunde ist es ganz einfach. Sie nennen andere Nazis, die keine Nazis sind. Jemand, der eine andere Person pauschal oder eine ganze Menschengruppe am besten Populisten, Nazis, Rassisten oder sonst wie nennt, obwohl sie es nicht sind, der ist ein Nazi. So einfach ist es. Und wir sehen, in unserer Gesellschaft gibt es sehr viele Nazis, weswegen wir uns alle eigentlich auch schon die Gedanken machen sollten, die Koffer zu packen. Aber die Nazis, die Menschen sind nicht festgelegt. Also es ist für sie eine Option, die sie ergreifen können, wenn sich es anbietet. Wir haben jetzt noch die Gelegenheit, ihnen die Option zu verbauen. Die meisten Leute sind Mitläufer und Feiglinge und wenn sie blamiert dastehen oder sie die Gefahr sehen, dass es auffliegt, dass sie am Ende als Mörder oder ähnlich schlecht dastehen, dann lassen sie davon ab. Nehmen wir als Beispiel Michael Stürzenberger Veranstaltungen. Michael Stürzenberger äußert sich immer ganz eindeutig so, dass er nur den Islam kritisiert, Menschen ausdrücklich davon ausnimmt. Diese ganzen Antifanten-Leute, die ihn Rassisten nennen, Nazi nennen und sonst was nennen, sie entmenschlichen ihn. Sie entmenschlichen auch die ganze AfD und sie entmenschlichen jeden, der den Islam kritisiert. Diese Leute wissen genau, dass Stürzenberger und die ganzen Leute recht haben, dass es wahrhaftig ist, was sie sagen. Sie wissen, dass sie keine Nazis sind. Das ist diese Lust an der Lüge, die Lust an der Täuschung. Die Lust zu spielen, zu verarschen, also sozusagen so zu tun, als würden sie das glauben, dass es Rassisten sind. Und sie wissen aber ganz genau, es sind keine Rassisten. Wie können diese Leute absolut sicher sein, dass Stürzenberger ein Nazi ist, wenn er ständig beteuert, ihm geht es um die Religion, nicht um die Menschen. Jeder normale Mensch oder gegenüber der AfD, gegenüber einer ganzen Menschengruppe, jeder normale Mensch würde doch erstmal sicher gehen wollen, ob das stimmt. Differenzieren und probieren herauszufinden, dass es vielleicht nicht so ist. Sie wollen genau, dass es so ist. Auf Gegenargumente reagieren sie nicht überrascht. Wenn Stürzenberger zum Beispiel zeigt, der Islam, das ist so und so, diese Leute probieren davon abzulenken, von den Argumenten Stürzenbergers. Sie probieren, irgendwie unsachlich zu werden
Sie wollen ihr Alibi zum Hassen schützen. Dieses Alibi sieht normalerweise so aus, dass Stutzenberger die Moslems hasst und sie umbringen will. Also ich habe erstmal eine Frage. Mit welcher Motivation befindet sich das Schwarze Kreuz auf rotem Grund in der Fahne? Das ist die Würmerflagge. Das ist die Flagge gegen den Nationalsozialismus. Der Stauffenberg und Co. haben diese Flagge bei sich gehabt. Hol mal eben das Plakat mit Stauffenberg und Sophie Scholl und Robert Blum. Müsste da irgendwo sein. Ja, das ist die Würmerflagge gegen Nationalsozialismus. Das war die erste Frage. Die zweite Frage, warum habt ihr die Fahne jetzt hier? Ich bin der Meinung, das ist rechtsextremistisches Auftreten, was ihr hier treibt. Und das, was hier getrieben wird, ist für mich der Aufruf zum Krieg, zu einem Kreuzzug. Und das brauchen wir nicht. Also, was ist daran rechtsextremistisch, wenn wir vor den Gefahren des politischen Islams warnen und wenn wir insbesondere davor warnen, dass der Islam auch mit dem Nationalsozialismus einen Pakt damals eingegangen ist? Also, ich bin nach wie vor immer nur der Meinung, dass ihr Nazis seid, ganz klar. Wirklich der Meinung. Und außerdem möchte ich mich darin wiederholen, dass das, was hier stattfindet, ist nichts anderes als der Aufruf zu einem neuen Kreuzzug. Und das habe ich gedacht, haben wir längst hinter uns. Jetzt passen Sie auf. Schauen Sie her. Hier, jetzt bleiben Sie noch mal kurz da. Er will sich gar nicht anschauen. Das Alibi dieses Mannes ist, wie schon vorher beschrieben, völlig unglaubwürdig. Stürzenberger soll einen Kreuzzug führen wollen. Das lässt sich argumentativ an den Aussagen Stürzenbergers nicht im geringsten herleiten. Stürzenberger gibt als Lösungsvorschlag beständig an, der Koran müsse verändert werden. Es müssten die Passagen verändert werden, die eben dazu aufrufen, Ungläubige zu töten und so weiter und so fort. Da gibt es ja eine Großzahl an Passagen. Und Stürzenberger macht immer wieder auf diese Passagen aufmerksam und nimmt die Leute ausdrücklich aus. Dieser Mann nun nennt Stürzenberger mit dem Brustton der Überzeugung Stürzenberger und jeden, der den Islam kritisiert, so hat er sich ausgedrückt, ihr alle, ihr seid Nazis. Jeder, der den Koran und den Islam kritisiert, ist ein Nazi. Und damit hat er sich verraten. Er ist selber ein Nazi. Dieser Mann hat eine Entmenschlichungsabsicht und damit hat er eine Mordabsicht. Genau wie es die Nazis damals mit den Juden gemacht haben. Die Juden sind aus irgendwelchen Gründen das Schlimmste, was man sich damals vorstellen konnte. Und heute ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ein Nazi. Die Systematik ist genau die gleiche. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was euch noch aufgefallen ist. Macht's gut.